Heimdebüt für Roland Vrabec beim Greifswalder FC. Nach dem Sieg gegen Babelsberg soll heute der nächste Dreier gelingen. Gegen das Tabellenschlusslicht Tennis Borussia Berlin. Das Spiel muss tagsüber stattfinden, die Flutlichtanlage noch nicht ausreichend. TB noch ohne Sieg in 2023 mit dem besseren Beginn. Ahmad Rimier aus der RB-Jugend nimmt es mit 5 GFC-Spielern auf. Aufregerszene zu Beginn. Rimier außer sich, Pfiff bleibt aus. Klare Fehlentscheidung von Jens Klemm. Erst der Zupfer von Bebia und dann der strafbare Tritt von Rü. Die Norddeutschen besonders heimstark. Erst 3 Niederlagen setzte es zu Hause, finden aber heute keinen Zugriff in der Anfangsphase. Die Gäste stören früh und setzen auf Konter. Rimier schickt Damelang, Julien Damelang. Einer von 4 Neuen in der Startelf. Das Hinspiel endete 3:0 für Greifswald. In der 17. Minute sah damals Karl Albers die rote Karte. Parallelen zum Hinspiel. Kowal auf Richardson und Niklas Kubitz gegen Karl Albers. Diesmal aber alles sauber. Karl Albers trifft den Ball. Die Norddeutschen besser im Spiel jetzt. 24 Minuten gespielt. Kublitz mit der Ecke und dann Karl Albers. Fast ein Eigentor. Flipper zwischen Pilger und Svetinovic. Ausgeglichene Partie. TB mit 9 Punkten aus 23 Spielen. Trainer Brauer noch ohne Sieg. 2 Punkte aus 7 Spielen. Marino mit dem Freistoß. Kein Problem für Brendig. Konstante in der Saison. Die Borussen belohnen sich nicht in guten Phasen. Individuelle Fehler führen zu Niederlagen. Und Albers blockt hier den Weg frei für Guido Kocher. 1:0 Greifswald. 44 Minuten gespielt, Guido Kocher mit seinem 2. Saisontor. Aber was bitte macht Karl Albers da? Haut Vreller um, völlig ohne Not. Wie schon gegen Babelsberg, Roland Vrabecs Jungs gnadenlos effektiv. TB steckt nicht auf. Erst 5 Tore auswärts. Tim Oschmann und das Altin Vreller. Die Borussen belohnen sich im ersten Durchgang nicht. Großer Aufwand, wenig Ertrag. 1:0 Pausenstand dank Guido Kocher. Vor über 600 Zuschauern im Volksstadion. Die zweite Halbzeit, Greifswald beginnt druckvoll. TB immer wieder mit Dribblings vor dem eigenen 16er. Risikobehafteter Spielaufbau. Vreller muss den Ball rausschlagen. Und der landet bei Syre. Richardson. Joe Richardson. Und im Nachschuss Fahr. Tennis Borussia mit Horrorsaison. Im Sommer noch Platz 10 mit 53 Punkten. Heute 9 Punkte aus 23 Spielen. Aber gegen Greifswald halten die Berliner gut mit. Svetinovic schickt Damelang. Der GFC stellt gut zu. Und dann verschätzt sich hier Brendig fast. Damelang in Minute 65. Spielaufbau TB, großes Manko in dieser Saison. Schuss vor Bayern Kocher und dann dieses Foul. Klemm hat die Pfeife schon im Mund. Aber Syre gedankenschnell. Auf Martens im Doppelpass mit Anthony Syre. 2:0 Greifswald. Traf schon gegen Babelsberg, bereitete das 1:0 vor. Wichtigster Greifswalder momentan. Aber dieses Foul muss man einfach sehen. Unbeschreiblich, wie man hier weiterlaufen lassen kann. Syre macht es dann schnell und Martens mit dem Doppelpass. Klasse Abschluss von Anthony Syre. Dieses Tor, die zweite grobe Fehlentscheidung zu Lasten der Gäste, der Genickbruch. Greifswald hat aber weiter Spaß am Spiel. Theo Martens, starkes Spiel von ihm über die linke Seite. Und in der Mitte Guido Kocher. 3:0.
Den nimmt er direkt zum 3:0 und bedankt sich bei Theo Martens. 23. Tor für den GFC zu Hause. Platz 7 in der Heimtabelle. Und so frei darfst du Guido Kocher nicht stehen lassen. Minute, wieder Probleme im Spielaufbau bei TB. Ohne Not wird Albers eingebunden. Schwere Platzverhältnisse. Und dann dieser Fehlpass auf Martens. 4:0 Greifswald. Was für ein Fund von der Laie von Hansa Rostock. Kam im Winter der 20-Jährige mit seinem zweiten Tor für den GFC. Kapitulation Tennis Borussia. Es folgt das vierte Gegentor in 12 Minuten. Greifswald läuft an und Tennis Borussia läuft nur nebenher. Und da ist wieder Theo Martens. 7 Spiele, 3 Tore für ihn. Und so gewinnt Roland Brabetz bei seinem Heimdebüt. Greifswald gewinnt deutlich. Obwohl man sich zunächst äußerst schwer tat gegen mutige Gäste, besonders in der ersten Halbzeit. Wir haben fleißig immer wieder versucht, das umzusetzen. Deswegen glaube ich, was dann auch nicht in der Höhe vielleicht verdient, aber absolut verdient hat. Hat die Mannschaft sich jetzt einen Tag frei verdient? Na, leider haben wir am Samstag, was heißt leider, wir haben am Samstag das Pokalspiel. In Wismar, das ist für uns auch sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich den Pokal gerne gewinnen möchten. Deswegen werden wir nicht freigeben, aber wir werden sehr gut regenerieren morgen und dann Donnerstag, Freitag ein bisschen anschwitzen und dann versuchen, am Samstag da auch eine Runde weiterzukommen. Engagierte 65 Minuten, 2 deutliche Fehlentscheidungen. Christopher Brauer hat dazu eine klare Meinung. Aber ich muss auch sagen, und das wiederholt sich hier auch Woche für Woche, ich habe wieder eine schwache Schiedsrichterleistung gesehen. Also mein Spieler sagt, das ist ein klares Foul, der Gegenspieler sagt, das ist ein Foul und der Schiedsrichter sagt, das ist kein Foul. Er hatte die Pfeife auch erst im Mund, ne? Genau. Und das geht dann nicht. Ja, und durch so, durch so eine Situation, durch so eine Entscheidung kriegst du das zweite Tor und dann sind wir mental gebrochen. Das muss man einfach sagen, für den Aufwand, den wir dann auch betrieben haben. 4. Sieg im 5. Spiel. Greifswald ist gefühlt final angekommen in dieser Liga. 10. Tabellenplatz, 38 Tore. Erfolgreiche Bilanz für den etwas anderen Aufsteiger.